Moin, Philipp der Musikmatrose hier. Herzlich willkommen zur dritten Folge von häufigen Fehlern beim Spielen von Schlagmustern. Heute geht es um den dritten Teil und das ist ein ziemlich großer Themenbereich und es geht um das Thema Timing. Ja, ein ziemlich häufiges Problem, was ich immer wieder antreffe, ist, wenn wir Rhythmusgitarre spielen, dann geht es ja darum, dass die Ab- und die Aufschläge normalerweise also beide gleich lang sind. Und ich entdecke immer wieder ein Phänomen, wo das zum Beispiel insbesondere der Aufschlag viel zu früh kommt. Also statt... oder machen wir es mal so mit... da kann man es besser hören. Dass es ganz gleichmäßig läuft, kommt es dann dazu, dass es sich dann so anhört. Ja, also eigentlich wäre es ja 1 und 2 und 1 und 2 und auf einmal wird daraus 1 und 2 und 1 und 2. Und wenn man jetzt damit zum Beispiel den das Zweiviertel-Schlagmuster spielt, was ja eigentlich so geht, wird daraus. Es wird total ungleichmäßig und es fängt an, so irgendwie anzuecken. Und dadurch, dass ich den Aufschlag immer schon zu früh habe, ist auch mein nächster Abschlag meistens schon zu früh. Und dann fängt das Ganze, summiert sich das hoch und es klingt nicht gut und man fliegt raus. Nächstes häufiges Beispiel ist, die Schlaghand, mit der ich die Saiten anschlage, läuft nicht die ganze Zeit durch, sondern die wird dann irgendwie unten oder oben geparkt, also während ich spiele. Also ganz häufiges Beispiel beim Vierviertelschlag ist. Und dann würde ja jetzt nochmal was kommen. Also es ist ja eigentlich. Was passiert ist. Ja, also dann. Man lässt die Hand irgendwie entweder oben oder unten und traut sich nicht, oder ich weiß es nicht, jedenfalls das die ganze Zeit durchzuspielen. Also lieber beim Vierviertelschlagmuster die ganze Zeit durchspielen und im Zweifelsfall mal einen Schlag zu viel machen oder zu wenig, aber nie mit der rechten Hand oder mit der Schlaghand aufhören zu spielen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dazu kann ich noch als kleinen Tipp geben. Ich sehe es oft, dass Leute dann da ziemlich steif sitzen, weder nicht den Fuß mitnehmen, irgendwie um den Rhythmus zu unterstützen, noch irgendwas anderes, sitzen da und rechnen dann in Echtzeit aus, wie das jetzt gerade gehen soll mit diesem Schlag. Und das ist sau schwer. Und da mein Tipp, es ist wirklich keine Schande, wenn man versucht, einfach jetzt auch um Rhythmen verschiedene Schlagmuster zu lernen und überhaupt dieses Rhythmusgefühl und Timing ein bisschen zu schulen, einfach möglichst viel vom eigenen Körper mitzunehmen. Also die Hand sollte das allerkleinste Teil sein, was die ganze Zeit durchschwingt. Dann nimm gerne noch einen Fuß mit dazu oder auch zwei Füße, links, rechts treten und meinetwegen auch den Oberkörper oder auch mit dem Kopf nicken. Das ist alles, finde ich, vollkommen legitim, weil du musst dir das vorstellen, ich sehe das immer mit der Hand, mit der rechten Hand, das ist wie so ein Pendel. Ja? Und je mehr Kraft oder je mehr Masse dieses Pendel hat, desto schwieriger ist es, das Pendel auch wieder aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wenn ich nur so sitze und bewege gerade mal so ein bisschen so meine rechte Hand, dann hat das sehr wenig Gewicht. Das ist so ein bisschen so wie beim Boxen oder so. Da steht einer nicht richtig auf seinen zwei Beinen und du schubst ihn irgendwie an und der fällt gleich hinten rüber. Ne? Also es braucht schon so ein bisschen Standfestigkeit bei dem Ganzen. Und je mehr Energie du insgesamt mit dem Körper aufnimmst, desto schwieriger ist das dann auch wieder zu stoppen. Also musst du dir vorstellen, wie so ein großer Tanker oder so, der braucht dann ja auch erstmal so ein paar Seemeilen, bis er dann mal wieder bremsen kann. Ne? Ein anderer Punkt ist, dass die, das hatte ich auch schon mal erwähnt, das sind ungleichmäßige oder falsche Betonungen. Ganz oft mit Vorliebe wird der Aufschlag
stärker betont als der Abschlag, was dann zum Beispiel bei einem Viervierteltakt dazu führen kann, dass diese Betonung unverhältnismäßig sind. Ich versuche es mal irgendwie vorzumachen. Also ich hoffe, dass man das jetzt so einigermaßen gemerkt hat. Und unsere Ohren sind aber eigentlich so gepolt, dass wenn wir eine Betonung hören, dass wir denken, okay, da ist ein Schwerpunkt. Aber die Aufschläge, die haben eigentlich in unserem, wenn wir einen Groove spielen auf der Gitarre, haben die Aufschläge eigentlich nie einen Schwerpunkt, sondern die Abschläge, die geben uns sozusagen die Erde. Und deswegen versuch, wenn dir das auffällt bei deinem Spiel, versuch im besten Fall die Sachen erstmal möglichst alle gleichmäßig zu betonen. Und im Zweifelsfall, was nie schaden kann, immer sonst die Eins ein bisschen stärker zu spielen. Es muss nicht so ganz brachial sein, aber so einen kleinen Schub immer auf der Eins, das kann nicht schaden, weil das ist für alle Beteiligten, also und auch inklusive dir selbst, kann man einfach am besten spielen und hat die beste Orientierung. Diese C-Zeit 1, die ist sozusagen immer unser Ankerpunkt, egal was wir machen, ob wir jetzt ein Zweiviertel, Vierviertel oder Dreiviertel spielen. Aber nehmen wir mal das Thema Vierviertel, das heißt, wir haben in einem Takt oder in einem Abschnitt von unserem Schlagmuster haben wir insgesamt 4 Schläge. Und es hat jetzt auch was mit so einer Art, ich sag mal, Vorstellungskraft zu tun. Ich weiß genau, wo mein erster ist. 1, 2, 3, 4. Und dann geht es wieder mit der 1 weiter. Nur beobachte ich bei vielen, dass diese Vorstellung, wann ist jetzt der vierte Schlag wirklich zu Ende und wann setzt wieder der erste neue ein, je länger der Takt dauert, desto mehr schwindet diese Vorstellungskraft. Und ich sag mal so, das ist dann beim Spielen beobachte ich, dass sich das dann eigentlich eher so anhört wie 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, dass man das vielen gar nicht klar ist, wenn die 4 zu Ende ist, dann ist noch nicht der Takt zu Ende, sondern da kommt noch was und dann geht erst wieder die 1 los. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen, was ich immer wieder beobachten kann. Ich will natürlich auf die 1 spielen und am Ende des Taktes wird es halt immer fragiler, meine Vorstellung, wann wieder die 1 ist. Und dann denke ich, oh, bevor ich jetzt zu spät bin, spiele ich lieber schnell die 1. Und das hat dann immer so zur Folge, dass man eben wenn man die 1 dann immer wieder ein bisschen vorschiebt, weil man nicht so genau weiß, wo sie ist und im Zweifelsfall lieber ein bisschen schneller oder früher spielt, dass das ganze Ding dann immer abhaut. Ne? Dazu kommt ein ganz wichtiger Punkt zu wissen, wenn ich ein Vierviertel-Schlagmuster spiele, dann besteht dieses Schlagmuster jetzt musiktheoretisch gesprochen aus Viertelnoten und Achtelnoten. Und die Achtelnoten sind aber eigentlich entscheidend. Weil wenn ich jetzt diesen Rhythmus habe, da sind da ziemlich viele Wechselschläge, also diese, wenn direkt Ab- und Aufschlag nacheinander kommt, das wäre dann der Fall von Achtelnoten. Und das ist eigentlich viel häufiger. Das heißt eigentlich, wenn man sagt, man zählt 1, 2, 3, 4, sollte hier oben 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und ablaufen. Und das ist bei ganz vielen nicht der Fall. Also nicht die Viertel sind entscheidend, sondern eigentlich noch die kleinere zeitliche Einheit, nämlich die Achtel. Man nennt das in der Musik auch Micro-Timing. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht die Viertel, sondern die kleinere Einheit. Weil du musst dir das so vorstellen, wenn ich so einen gewissen Abschnitt habe und ich sag mal, so lang sei jetzt ein Takt und ich habe den mit 4, versehe den so mit 4 Abstandsmarken, sag ich mal,
dann ja, ist das schon eine schöne Unterteilung. Aber wenn ich das verdoppel auf 8, weil das wäre ja 1 und 2 und 3 und 4 und das sind ja 8 Silben oder 8 Punkte oder 8 Beats, dann ist das doppelt so viel und im Zweifelsfall auch doppelt so genau. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass bei vielen Leuten das Bewusstsein oder auch die Fähigkeit noch nicht so gut ausgebildet ist, sage ich mal, ein Schlagmuster auch in unterschiedlichen Tempi zu spielen. Also jeder hat so eine Art Wohlfühltempo, das wird sicher jedem auch vertraut sein, und das hatte ich auch schon mal angesprochen. Dieses Wohlfühltempo ist ganz wunderbar, sollte auch jeder auch erstmal nutzen, um überhaupt in diese grundsätzlichen Bewegungsabläufe beim Gitarrespielen reinzukommen. Nur die große Gefahr, hatte ich auch schon gesagt, ist, dass sich am Ende fast jedes Stück, wenn alle Stücke am Ende das gleiche Tempo haben, könnte es ein bisschen langweilig werden. Und das sollte nicht langfristig dein Ziel sein. Nehmen wir mal, ich habe hier mal ein Metronom und ich stelle es mal auf 60 Schläge pro Minute ein und die 1 ist jetzt immer ein bisschen heller vom Schlag, also da weiß ich immer schon, da ist meine 1 und die anderen 3 Schläge sind normal und ich versuche einfach mal eine Zeit lang das 4/4 Schlagmuster nur zu diesem Metronom zu spielen. Das kann ich dir wärmstens empfehlen, das mal bei so ganz langsamen Tempi zu machen. Und dann ist meine Erfahrung, dass zwei Sachen passieren. Einmal, fühlt sich ziemlich doof an, weil man hat sehr viel Routine in seinem Gewohnheitstempi. Und es ist so, dass es eigentlich einen immer weiter nach vorne zieht und man diese Spannung, die das jetzt mit sich bringt, einmal auch wirklich so langsam zu spielen, dass man das nicht so gut aushalten kann. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man mit anderen Leuten zusammen irgendwie spazieren geht oder wandern geht und da sind welche bei, die haben so ein ganz langsames Tempo. Dann geht das nach ziemlich kurzer Zeit sehr in die Beine und man denkt, oh Mann, so langsam, das ist echt für mich fast viel anstrengender, als wenn ich mein normales Tempo gehe. Ist ja auch so. In der Musik ist es aber tatsächlich notwendig, verschiedene Tempi drauf zu haben, weil es deinen gesamten Artikulationsschatz auf der Gitarre oder auf welchem Instrument auch immer erheblich erweitern kann. Der zweite Punkt, warum viele von meinen Schülern dann zähneknirschend immer ungern mal so langsam spielen wollen, ist, weil auf einmal hörst du viel mehr Ungenauigkeiten. Also zum Beispiel bei irgendwelchen Akkorden. Es klingt eine Saite nicht, es schnarrt irgendwas. Und bei so einem langsamen Tempo hast du viel mehr Spielraum oder Möglichkeiten, das auf einmal wahrzunehmen und denkst, oh, das ist ja echt doof. Oder du merkst, es fällt mir echt schwer, wirklich gleichmäßig mit der rechten Hand dieses Schlagmuster zu spielen. Ich komme da immer raus. Irgendwie vor allen Dingen am Ende ist irgendwann Kuddelmuddel und dann bin ich immer vor dem hellen Schlag, vor der 1 da. Und ja, das sind so die klassischen Problemchen, die da auftauchen. Und das war jetzt das Langsamspielen. Wenn ich schnelle Tempi spielen möchte, dann ist es, dann kommen die Probleme wieder. Die sind nur ein bisschen anders gelagert. Also beim schnellen Tempo, angenommen, ich spiele jetzt mit Metronom und ich stelle mir mal irgendwie so ein schnelles Tempo ein. Nehmen wir mal hier 192, also 192 Beats per Minute. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist schon ziemlich flott und da fehlt es halt vielen Leuten erstmal zu hören, wo ist der Beat, wo bin ich? Bin ich jetzt noch genau richtig oder ist da eine kleine Verzögerung drin? Also man muss das erstmal auch hören lernen. Also wer schnell spielen möchte, muss auch erstmal lernen, schnell zu hören. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und die kriegt man eigentlich nur hin, wenn man
sich dieses Thema über einen längeren Zeitraum vornimmt, also ruhig ein paar Monate und immer mal wieder versucht, wenn man da so ein schnelles Lied hat, jedenfalls, dass man das immer wieder probiert. Und wenn man es so lange genug probiert und dann mal wieder zurückgeht zu seinem gemütlichen Tempi, dann wird man merken, aha, oh, das ist ja alles ganz leicht, ist ja gar nicht so schnell. Also das ist relativ. Also ein anderes Problem, wenn ich schnell spielen möchte und es klappt nicht, ist, dass ganz oft ich merke, aha, irgendwie schaffe ich es nicht richtig zu spielen. Und das ist jetzt der Punkt, wo sich eigentlich die Katze, sag ich mal, in den Schwanz beißt. Eigentlich ist das Problem nicht die Schnelligkeit an sich, sondern die Genauigkeit. Also ganz oft liegt das Problem darin, wenn ich nicht schnell spielen kann, dass mein gesamter Bewegungsapparat mit der Schlaghand noch zu ungenau ist. Und das ist jetzt wirklich ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Wahrheit, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Schnelligkeit ist nur das Abfallprodukt von Genauigkeit. Schnelligkeit ist das Abfallprodukt von Genauigkeit. Das musst du dir wirklich klar machen, weil da liegt wirklich der Hund begraben. Und das ist nämlich das Ding, hier ist das Wohlfühltempo. Wenn ich schnell spielen möchte, muss ich erstmal richtig perfekt langsam spielen. Ja, und bei diesem langsam Spielen, da würde ich auf jeden Fall ansetzen. Also nimm dir ein Schlagmuster und fang bei Tempo 50, 60 oder irgendwas ganz langsam an, was so richtig weh tut, sag ich mal. Und vielleicht auch erstmal ohne Akkord, erstmal nur so über die Saiten schlagen und versuchen zum Beispiel mitzuzählen. Also schon das Anzählen kann für den einen oder anderen problematisch werden. Also von 1, 2, 3, 4 zu 1 und 2 und 3 und 4 und... Und dann am besten noch beim Zählen versuchen, das Schlagmuster gleichzeitig mitzuspielen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Wenn du damit ein Problem hast, gibt es die Möglichkeit, bei den meisten Metronomen das zum Beispiel mal auf die Achtelnoten zu stellen. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Mal eben hier kurz gucken. Dann haben wir 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und... Entschuldigung, nochmal. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Und ne, von diesen Achteln, da merkst du schon ganz genau, ob du jetzt zum Beispiel bei diesem Vierviertel-Schlagmuster, das hat ja einmal diesen Luftschlag, sage ich mal, und da hakt es bei ganz vielen auch, dass der nämlich meistens zu kurz ist, weil man den gar nicht so richtig, man hat noch nicht gelernt, wo der eigentlich sitzt, man spürt den nicht wirklich. Und wenn du das Metronom so auf Achtel stellst oder einfach das Tempo verdoppelst, ne, also statt 60 stellst es dann auf 120, dann hörst du auf einmal die Achtel und dann versuchst du mal dein Schlagmuster wirklich zu diesen Achteln wirklich zum Klingen und zum Grooven zu bringen. Und du wirst merken, das fühlt sich ganz anders an und darüber wirst du ganz schnell große Fortschritte machen. Dann fängst du an, die Achtel noch schneller zu machen und wenn du das mit den Achteln beherrschst, dann nimmst du die Achtel mal wieder weg. Gehst wieder nur auf Viertel von der Metronombegleitung und dann merkst du, oh ja, ich muss ja für die Achtel selber sorgen. Also im Kopf oder halt irgendwie mit meiner rechten Hand, dass ich das bewusst mache. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Einstiegspunkt. Und dann, also was, also langsame Tempi sind für mich so zwischen 50, was extrem ist, was eigentlich praktisch nie vorkommt, aber was eine schöne Sache ist zum Üben, bis ich sag mal irgendwie 90 oder 100. Und schnelle Tempi fangen für mich so ab 140 an. Und dazwischen ist mit Sicherheit irgendwo auch dein Wohlfühltempo, was du jetzt... Das ist der Tempobereich, der dir leicht fallen wird. Genau, und dann probierst du mal auch in die schnelleren Tempi. Die würde ich allerdings dann nicht mehr in Achteln machen, sondern schon gleich in Vierteln.
Und wichtig ist auch, dass du dir vielleicht irgendwie so eine Art kleines Übetagebuch machst und sagst, okay, in der Woche hatte ich immer irgendwie Tempo 144 oder gestern hatte ich noch 144 oder vorgestern und jetzt probiere ich mal 150, 160. Und gerade wenn du schnell spielen willst, ein Tipp noch, am Ende, scheiß drauf, versuch's einmal so schnell, wie du es nicht kannst. Einfach nur so, einfach just for fun, weil das übt dann diese Routine mit dem Schnellhören. Also einmal am Ende so ein bisschen überfordern, so wie wenn man zum Beispiel irgendwie Training macht, Sport oder so und man macht irgendwie statt 30 Liegestütze auf einmal irgendwie 33 und denkt, das schafft man nie, aber einmal ein bisschen anstrengen und dann schafft man es nämlich doch und dann ist man schon wieder einen Schritt weiter. Ja, zu dem Thema Timing werde ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen nochmal so ein paar Einzelübungen machen, deswegen also nicht verzagen, falls es jetzt ein bisschen zu viel Information war heute. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich so ein paar Inspirationspunkte oder so ein paar Problempunkte vielleicht bei dir gefunden habe, wo du jetzt denkst, aha, das ist vielleicht nochmal ganz interessant und YouTube ist ja auch sehr groß, da gibt es ja bestimmt auch noch ein paar Kollegen, die vielleicht auch gute Hinweise haben und dann weiß man wenigstens schon mal, wenn es nicht klappt, woran es liegt und woran man suchen kann. Also in dem Sinne hoffe ich, dass wir uns hier wieder sehen und wünsche viel Spaß beim Üben, beim Gitarrespielen. Bis dann. Tschüss.